Guten Tag. Boxfans erinnern sich an Vitali Klitschko als einen echten Kämpfer und als einen der besten Profis in der Geschichte des Schwergewichts. Mit einem vernichtenden Schlag und einem Granitkinn. Keiner von Klitschkos ehemaligen Rivalen hat es in den 47 Kämpfen geschafft, ihn auch nur einmal auszunocken. Dr. Ironfist hatte beeindruckende 17 Kämpfe um einen WM-Titel. Im Laufe seiner Karriere verbuchte er 45 Siege, 41 davon durch Knockout. Die vorzeitige Gewinnquote beträgt mehr als 87%, was das zweitbeste Ergebnis der Champions in der Geschichte des Schwergewichts ist. Nur der ungeschlagene US-Amerikaner Rocky Marciano liegt in dieser Wertung leicht vor ihm. Man kann eigentlich sagen, dass Vitali beim Profiboxen nie wirklich verloren hat. Er wurde nur zweimal Opfer von Verletzungen. In den Kämpfen mit Chris Bird und Lennox Lewis wurde der Kampf vorzeitig beendet und obwohl er nach Punkten führte, verlor er. Und heute sehen wir uns 6 Kämpfe mit Vitali Klitschko an, mit welchen er die Boxwelt buchstäblich schockierte. Der 37-jährige Schwergewichtschampion Lennox Lewis besiegte den zu dieser Zeit nicht mehr wirklich eisernen Mike Tyson und hat damit sein Vermächtnis gestärkt. Lewis traf die Entscheidung, den Ukrainer im Ring zu treffen, als bekannt wurde, dass der eigentlich geplante Gegner für den nächsten Kampf, Kirk Johnson, verletzt war. Dieses epische Duell fand dann im Juni 2003 statt. Vor dem Kampf glaubte niemand an den Sieg des ukrainischen Herausforderers. Für viele Fans und Experten war Vitali nur ein Hindernis für den zweiten Kampf zwischen Lewis und Tyson. Trotz der Tatsache, dass Vitali ein ehemaliger Champion mit einer Bilanz von 32:1 war, galt er in diesem Kampf als Außenseiter. Der arrogante englische Gentleman nannte sich aus gutem Grund Number One, denn er hatte 3 Gürtel in den Händen, WBC, IBO und IBF. So lachte der Champion über die Klitschko-Brüder und sagte, dass sie ihm nicht gewachsen seien. Er sei sogar bereit, sich mit beiden am gleichen Abend anzulegen. Und Lennox schlug die letzten Gegner zur Hölle, sodass niemand an seinen Fähigkeiten zweifelte. Denn sogar der große Tyson musste schreckliche Schläge einstecken. Nur ein HBO-Kommentator, Jim Lampley, betrachtete Vitali als echte Bedrohung für den Briten. Und beim Einzug in den Ring und beim Duell der Blicke war Klitschko konzentriert und zielstrebig. Die Fans von Vitali verstanden, dass er es ernst meinte, Lewis als Champion zu ersetzen. Bereits in der ersten Runde begann Vitali mit Taktiken im Stil von George Foreman, nämlich mit der linken Hand die Gegner zu ziehen und damit den Weg für seine rechte gerade frei zu machen. In der zweiten Runde zwang eine gut gezielte rechte auf Lewis Kinn. Trotz der Stärke seines Gegners entschied sich Lennox weiter zu boxen. Und obwohl Lewis in der Vergangenheit für seinen manchmal zurückhaltenden Stil kritisiert wurde, erklärte Kommentator Larry Merchant, dass dieser Schwergewichtskampf dem zwischen Gatti und Ward gleicht. Vor der dritten Runde befahl Trainer Emmanuel Stewart, Lewis in den Kampf richtig einzusteigen. Und genau das tat der Champion. Nach einem von Lennox erfolgreichen rechten Schlägen hatte Vitali über seinem linken Auge eine tiefe Wunde. Und obwohl die Verletzung mit jeder Sekunde schlimmer zu werden schien, kämpfte Klitschko wie wild und sah noch besser aus als der Champion. Doch mit der Zeit wurde den Klitschkos Fans klar, dass Vitalis Bemühungen stark begrenzt waren, da der Kampf jederzeit abgebrochen werden konnte. Zu Beginn der fünften Runde erwischte Lewis Klitschko effektiv mit seinem unverkennbaren Aufwärtshaken. Doch dann begann der Ukrainer in der zweiten Hälfte der Runde zu dominieren und schlug mit solcher Regelmäßigkeit zu, dass man sich fast fragen konnte, wie lange man dem standhalten konnte. Auch im sechsten Durchgang traf Klitschko oft, wirkte aber bereits etwas müde. Und obwohl Lewis ebenso erschöpft aussah, brachte er den Kraft für einen weiteren Aufwärtshaken auf. Nach der sechsten Runde in diesem blutigen Kampf sahen die Gegner wie echte Gladiatoren aus. Und der Schiedsrichter stoppte auf Anraten eines Arztes den Kampf. Der Ukrainer protestierte, eilte zu Lewis und ringte ihm das Versprechen ab, eine Revanche zu geben. Doch diese sollte nie stattfinden, da der weitsichtige Brite es vorzog, den Boxsport als Champion zu beenden, als nochmals mit Klitschko in den Ring zu steigen. Als dieser dramatische Kampf beendet wurde, lag Klitschko mit 2 Punkten in Führung. Natürlich hat Lewis dank des Kampfabbruchs gewonnen, aber Klitschko hatte das Publikum auf seiner Seite. So warteten viele seit 1960 auf einen neuen weißen Schwergewichtsbox-Weltmeister und viele waren
einfach in seinen Bann gezogen, denn es schien, dass er nur ein paar Schritte davon entfernt war, die lang andauernde Dominanz der afroamerikanischen Boxer zu beenden. Das Publikum im legendären Staples Center bejubelte den Ukrainer. Anstelle der Revanche mit Lennox Lewis versprach Vitaly, sich um den vakanten Titel gegen den Südafrikaner Corey Sanders zu qualifizieren. Dieser Kampf hatte eine merkwürdige Vorgeschichte, die am 8. März 2003 in Hannover passierte. Sein damals 26-jähriger Bruder und WBO-Weltmeister Wladimir Klitschko machte seine sechste Titelverteidigung. In der gegenüberliegenden Ecke des Rings stand der Südafrikaner Corey Sanders, der in seiner Jugend keine Sterne vom Himmel bekommen hatte und jetzt mit 37 Jahren gegen Wladimir antrat, der nach Lennox Lewis als zweitstärkster Kämpfer in der Division galt. Ein junger Champion gegen einen alten Veteranen. Kurz gefasst, ein typischer Aufwärmkampf für den Favoriten vor dem nächsten großen Duell. Doch statt eines leichten Siegs für den Champion, erlebten die Fans eine der größten Sensationen der Boxgeschichte. Sanders schlug Wladimir Klitschko viermal nieder und der Kampf wurde in der zweiten Runde abgebrochen. Natürlich konnte Wladimirs älterer Bruder Vitaly nicht an der Seitenlinie stehen bleiben und ein Kampf zwischen Wladimir und Sanders fand am April 2004 in Los Angeles statt. Übrigens befand sich Lennox Lewis unter den Zuschauern und die Fans buhten ihn aus, während sie Vitaly Klitschko freundlich begrüßten. Die Promotoren hatten Lewis zuvor mehrmals angeboten, zurückzukehren und sich wieder mit Klitschko zu treffen, aber der Brite wollte das für kein Geld der Welt tun. Das Duell vor 17.000 Zuschauern entwickelte sich sofort in einen offenen Schlagabtausch. Sanders hielt zunächst gut durch, führte schnelle Angriffe durch und traf Klitschko auch im ersten Durchgang mehrfach ziemlich gut. Und obwohl Sanders erneut mit seiner Bombe zuschlug, übernahm Klitschko nach und nach die Kontrolle über den Kampf. Die Legende von Vitalys eisernem Kinn könnte damit begonnen haben, als er einem der schwersten Aufwärtshaken von Lennox Lewis standgehalten hat und sich nun das im Kampf gegen Sanders festigte. "Das ist eine der besten Runden im Schwergewicht, die wir in den letzten Jahren gesehen haben", jubelte Kommentator Larry Merchant am Ende einer brutalen dritten Runde. Ab der fünften Runde begann der Ukrainer den Kampf vollständig zu kontrollieren und schaffte es immer wieder, seine schweren Schläge ins Ziel zu bringen. Dann in der achten Runde begann Vitaly den Gegner einfach zu schlagen. Sanders reagierte praktisch nicht mehr auf die Angriffe und schließlich intervenierte der Schiedsrichter und stoppte das Duell. Insgesamt traf der Ukrainer 230 Mal ins Ziel und später nach seinem Karriereende gab Vitaly zu, dass er der schwierigste Gegner seiner Karriere war. "Wenn ich auch verloren hätte, wäre das für mich und meinen Bruder eine Katastrophe gewesen. So habe ich die Ehre gerettet und meinen Traum erfüllt." Der ehrenamtliche Champion Vitaly Klitschko zog sich 2005 aufgrund einer schweren Knieverletzung zurück und kehrte dann nach 4 Jahren in den Ring zurück, um gegen den amtierenden WBC-Champion Samuel Peter anzutreten. Und dann im Oktober 2008 hat Vitaly mit 37 Jahren seinen Namen erneut in die Boxgeschichte eingetragen. Dr. Iron Fist sah aus, als wäre er nie weg gewesen. Er schlug und bewegte sich so, dass Peter ihn immer wieder verfehlte und dafür bezahlen musste. Vitaly landete wiederholt seinen charakteristischen linken Jab und seinen kraftvollen Haken am Körper und Kopf, wodurch Peter nicht die Gelegenheit hatte, seine vielgelobte Kraft zu demonstrieren. Letztendlich beendete der Nigerian Nightmare zwischen der Runde 8 und 9 den Kampf. Im September 2009 traf sich Vitaly Klitschko mit dem Mexikaner Chris Arreola. Als junger, vielversprechender und ungeschlagener Anwärter mit einer Bilanz von 27:0 wollte dieser den grünen Gürtel nach Amerika zurückbringen und der erste Mexikaner werden, der den Titel im Schwergewicht gewinnt. Klitschko schlug in diesem Kampf durchschnittlich mehr als 80 Mal pro Runde zu, was für das Schwergewicht eine phänomenale Quote ist. Nach diesem Indikator war er mehr als 2,5 Mal aktiver als sein junger Gegner. Arreola versuchte wie immer konstanten Druck auszuüben, verwendete Jabs und wollte bei der Annäherung seinen Powerpunch landen, was aber gegen den Ukrainer nicht funktionierte. Klitschko brachte mit seinem Jab den Rhythmus von Arreola durcheinander und konterte jeweils im richtigen Moment. So zeigt er, dass die intellektuelle Boxklasse in allen Runden völlig dominierte und Arreola blieb nichts anderes übrig, als nach der 10. Runde abzubrechen. Die Tränen am Ende des Kampfes sprechen für sich.
Und 10 Jahre später gab Areola zu, dass der Ukrainer der klügste Boxer war, den er im Ring je getroffen hatte. Shannon Decannon Briggs erlebte die brutalste und längste Prügelstrafe in einem World Heavyweight Titelkampf, der nicht mit einem Knockout endete. Dieses Ereignis fand am 16. Oktober 2010 statt, als Klitschko seinen Titel zum 5. Mal verteidigte. Briggs, der in der ersten Runde 38 seiner Gegner durch K.O. besiegt hatte, sagte: "Mein Kampf mit Klitschko wird nicht länger als 3 oder 4 Runden dauern. Ich reiße ihm einfach den Kopf ab." Bei diesem Massaker schlug Dr. Iron Fist den Amerikaner immer wieder und wieder, traf Kopf und Kiefer. Der Ukrainer schlug wo immer möglich mit der rechten Faust zu. Briggs Beine knickten mehrfach weg, doch die Cannon aus Brooklyn gaben nicht einfach auf. Doch ab der 10. Runde schien es, als könnte nur noch ein Wunder Briggs vor einem Knockout retten. Am Ende des Kampfes war sein geschwollenes Gesicht schmerzhaft mit anzusehen, aber er hatte nicht aufgegeben und demonstrierte seine Ausdauer und seinen Mut. So ging der Kampf über die gesamte Dauer und Vitali Klitschko gewann nach Punkten, ohne seinem Gegner eine einzige Runde zu überlassen. Nach diesem Kampf wurde Briggs auf die Intensivstation eingeliefert und die Ärzte diagnostizierten einen Nasenbeinbruch, einen linken und rechten Wangenknochenbruch sowie einen Bizepsriss. Wenn ein Boxer ein brillanter und außergewöhnlicher Champion war, wird dieser definitiv ein Kandidat für die Aufnahme in die Hall of Fame. Und 2018 nahm das Foto von Vitali verdientermaßen seinen Platz unter den legendärsten Boxern aller Zeiten in der International Boxing Hall of Fame ein. So Freunde, like das Video, wenn es interessant war, schreibt einen Kommentar und bis bald.